Ja, im Ernst, das ist ein Kompass und zwar die Iris von Plastimo. Und wenn du wissen willst, was dieser Kompass kann, wofür er da ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rostow vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun wieder, diese Iris 50 von Plastimo. Und das ist ein Kompass, den ich jetzt seit über einer Woche erst im Einsatz habe. Das heißt, ich habe noch keine Langzeiterfahrungen, sondern nur damit herumgespielt. Aber wie komme ich überhaupt dazu? Der Kompass ist kein Landnavigationskompass. Wobei, was ist Landnavigation oder was ist Seenavigation? Aber da kommt er her, er kommt aus der Seefahrt. Der Ingo war bei einem Survival-Training von mir und der ist berufsmäßiger Skipper und immer auf hoher See. Und der hatte bei der Orientierungsübung diesen Kompass hier dabei. Naja gut, und da habe ich natürlich, weil ich ein bisschen einen Ausrüstungstick habe, ist dir vielleicht schon aufgefallen. Ist dir aufgefallen, dass ich ein bisschen einen Ausrüstungstick habe? Habe ich mit dem auch herumgespielt, direkt am Training, und habe gesagt, sowas brauche ich. Und jetzt habe ich ihn hier. Wie er funktioniert, zeige ich dir gleich. Ich mag aber gleich zwei Dinge klarstellen. Das eine ist, du kannst den auch an Land verwenden und da funktioniert er auch top, was Peilungen betrifft. Das heißt, einen Winkel messen, also so muss man es ja richtig machen. Da. Das heißt, du kannst ganz genau einen Winkel messen, kannst eine Peilung nehmen. Das ist gut, weil es wirklich sehr genau und einfach geht, auch bei Nacht. Der hat, wenn du da mal mit der Taschenlampe raufgehst, leuchtet der extrem lang nach, ist voll super. Also top Teil, aber er hat auch einen Nachteil. Und der Nachteil ist, das ist ein rundes Gefrast. Jetzt kannst du sagen, ja Reini, was hast du gegen Kreise? Na, gar nichts habe ich gegen Kreise, aber bei der Kartenarbeit ist das negativ. Das heißt, ich brauche, wenn ich mit der Karte arbeite und wirklich messe und Winkel messe, brauche ich irgendein Lineal dazu oder da gibt es so nette Netzteiler. Sonst wird es mit dem ganz einfach, das funktioniert nicht. Das ist ein Kompass, um eine Peilung zu nehmen. Und ein weiterer Vorteil, den er hat, ist, aber das werden wir dann eh nachher sehen, du kannst den auch schräg halten, was ja bei so Busolen oder beim Kompass, den man an Land hat, wenn er da ein bisschen schräg ist, dann zeigt er nicht mehr das an, was er soll. Das tut er auch, der ist extra so gemacht, weil Ingo hat mir erklärt, auf hoher See geht das rauf und runter so mit dem Schiff. Und wenn ich da einen normalen Kompass hernehme, funktioniert das nicht. Da dreht sich nämlich das Rad hier innen drinnen nicht. Und jetzt habe ich, glaube ich, Vor- und Nachteile besprochen. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie der funktioniert. Ja, schauen wir uns gleich einmal von oben an. Also für die schnelle Navigation funktioniert das jetzt gut. Also da, wo der rote Pfeil ist, das zeigt es mir jetzt an. Also in die Richtung da raus ist Norden. Oder 30 Grad wären jetzt hier oder 60 Grad, das siehst du jetzt nicht mehr, sind da und Osten haben wir hier und 120 Grad und 150 Grad und Süden ist da raus und das ist alles sehr schön und schnell und gut abzulesen. Was du auch dabei hast, ist, du hast gleich den Inverskurs drauf. Was meine ich? Jetzt stelle ich ihn ein auf Norden, also Richtung Norden und dann, so, ich hoffe, du kannst das sehen, auf der Rückseite, ja, steht jetzt 180 Grad, also der innere Ring, der mit den großen Ziffern, das ist, wenn ich von oben jetzt drauf schaue, so wie wir es jetzt tun, aber der kleinere äußere Ring hier, da ist jetzt gleich der Inverskurs auch mit eingebaut. Wozu brauche ich einen Inverskurs? Ja, Sakra, was willst du überhaupt von mir rein? Also wenn du dich für Navigation und Orientierung interessierst, dann ist vielleicht auch mein Orientierungs-Online-Videokurs etwas für dich. Link findest du unten. Da sprechen wir über solche Dinge. Aber der Inverskurs ist zum Beispiel wichtig, wenn ich etwas überprüfen möchte. Ich möchte eine gerade Linie zum Beispiel gehen. Dann möchte ich mit dem Inverskurs gleich einmal eine Überprüfung durchführen, ob ich auch noch auf der richtigen Linie bin. Gut, das ist einmal für die grobe Orientierung. Aber zum Beilen, da muss ich da jetzt zeigen, wie das funktioniert und da müssen wir in eine andere Position gehen. Ja, beim Peilen schaut die Sache jetzt so aus. Du schaust hier in dieses Glas da rein und da ist ein roter Strich. Und ich habe das jetzt so eingestellt, da ist jetzt 290 da hinten. Und wenn man das jetzt weiter dreht, so, da muss jetzt aber die Kamera auch mit drin. So, jetzt müssen wir wieder einstellen. Okay, da sind jetzt 280 Grad und wenn du da genau hinschaust, die Kamera kann das nicht erfassen. Ist nicht, weil der Kompass so verschwommen ist oder klumpert wäre. Die Kamera kann das gar nicht erfassen und da ist eine Skala oben. Die ist wirklich sehr genau, also es lässt sich wirklich wunderbar ablesen und abmessen. Das heißt, ich gehe jetzt her und schaue wirklich, muss ich ganz nah da mit dem Auge hin, also das kann die Kamera gar nicht. Also wenn ich da reinschaue, ist alles glasklar und ich sehe die Skala wirklich top. Und ich sehe jetzt ein Ziel in der Distanz und sage, okay, da ist jetzt mein Ziel. Und dieses Ziel lege ich, diesen roten Strich, den du gesehen hast, und dann kann ich da ganz genau ablesen, 106 Grad.
Und das geht super. Und wenn du den ein bisschen schräger hältst, geht das trotz alledem super. Also eine Busole, die ich so in diesem Bereich hier, in so einem Winkel arbeiten kann, das kenne ich nicht. Oder, ja, und das dreht sich noch immer mit. Und das ist der große Vorteil von diesem Teil. Und deswegen ist es auch ein Kompass, den man halt zur See einsetzt, wegen den Wellen. Lässt sich super peilen, ist auch bei Nacht wirklich sehr gut sichtbar. Guter Peilkompass, aber halt leider nichts für die Kartenarbeit. Das war's. Mal was Ausgefallenes. Und da ich ein bisschen an Kompass-Tick auch habe, ich habe ein paar so von diesen Teilen daheim, habe ich mir jetzt auch den in die Sammlung mit reingenommen. Link zu dem Produkt findest du unten, auch zu meinem Online-Kurs zum Thema Orientierung, wenn dich das interessiert. Ich sage danke fürs Dabeisein, mag dir mal einen Kommentar bitten. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Danke, Ingo, für den Tipp. Bis bald. Ciao.